Tag, hier ist Anthony noch einmal. Heute habe ich das Privileg, eine Botschaft zu bringen zum Thema Durchhalten in Zeiten der Prüfung und Herausforderung mit dem Fokus Dienen im Dienst. Wir möchten uns mit dem Buch Jakobus das näher anschauen, denn Jakobus ist ein Buch geworden, das sowohl mir persönlich, meiner Familie und unserer Gemeinde durch schwere Zeiten hindurch geholfen hat. Wir haben 15 Minuten dafür Zeit, darum möchten wir sofort einsteigen. Ein Freund von mir, Michael Eaton, hatte mich herausgefordert und ermutigt, einfach durch das Buch Jakobus durchzugehen und das in meine Gemeinde zu predigen. Also haben wir das Wochen, Monate, sogar Jahre lang getan und ich kann sagen, es hat Frucht gebracht in meinem Leben, in unserer Familie und in unserer ganzen Gemeinde, dass es wirklich unsere Herzen verändert hat. Und es hat wirklich mein Leben verändert und so möchte ich einfach einiges einfache Wahrheiten, dass ich aus dem Buch Jakobus herausgelernt habe, mit euch teilen und ich glaube fest daran, dass auch dich, egal in welchen Herausforderungen, ermutigen wird und dir weiterhelfen wird. Und der erste Punkt, womit Jakobus anfängt, ist ganz einfach folgender. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Es ist schon eine herausfordernde Aussage, die Jakobus macht. Wir sollen alle Herausforderungen zählen und sie zu Grund der Freude nehmen. Und ich denke, was Jakobus hier sagen möchte, ist einfach, dass wir die Anzahl der Herausforderungen in unserem Leben als Grundlage für die Freude in unserem Leben nehmen sollen. Und damit ist sicherlich nicht gemeint, irgendeine übernatürliches, komisches Ehre oder Hochachtung für all jene, die Leiden und Schmerzen erleben. Das wäre einfach nur direkt und einfach merkwürdig, wenn wir uns über Schmerz in unserem Leben freuen würden. Was ich eher denke, was Jakobus uns sagen möchte, ist, dass wir lernen, die Herausforderungen zu würdigen, die wir durchstehen. Und dass wir vielmehr die Souveränität Hand Gottes sehen, die uns durch all diese Herausforderungen durchträgt und dass wir uns erfreuen an dem Wirken Gottes in unserem Leben. Und sicherlich ist das auch das Versprechen aus Römer 8, 28, wo steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich möchte dich regelrecht herausfordern, diesen Bibelvers auswendig zu lernen und es in deinem Herzen zu tragen. Dieser Vers hat wirklich mein Herz durchgetragen, die letzten Jahre meines Dienstes und meines Lebens. Und das Ganze heißt nicht, dass wir auch mal unsere Hand mit Groll und Murmeln und Murren gegen Gott erheben, aber vielmehr, dass wir auch in unseren Emotionen und in unserem Herzen einfach immer wieder wissen, dass Gottes Gnade und Güte größer ist als alle Herausforderungen, auch in den Momenten, wo es schmerzhaft ist. Also können wir auch in herausfordernden Situationen das einfach als Chance sehen und das wahrnehmen und sagen, das ist die Möglichkeit, dass Gott sich in meinem Leben verherrlicht. Und wir erwarten das Gute, das Gott bringen wird in dieser Situation und durch diese Situation. Jakobus sagt, dass wir in Herausforderungen reinfallen oder dass wir sie treffen. Und das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass Herausforderungen und Prüfungen nur dann auch eine Quelle zur Freude wären, wenn wir nicht aktiv nach ihnen Ausschau halten. Das ist damit nicht gemeint, dass wir sie suchen und konfrontieren. Das Wort, das hier benutzt wird, ist Peripipto. Es bedeutet, in etwas hineinfallen, überrascht zu werden. Es ist das gleiche Wort, das Jesus auch benutzt in Lukas 10. Und Jesus die Geschichte des guten Samariters erzählt, wo er erzählt, ein Mann kam aus Jerusalem und er fiel in die Räuber, in die Herausforderung der Räuber. Und erinnert euch daran, dass Jesus uns auch aufgefordert hat zu beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung und beschütze uns vor dem Bösen. Und damit möchte ich einfach klarstellen, wir suchen nicht die Prüfungen, aber wir fallen in sie hinein wie ein Unfall. Und sie passieren. Und wie gehen wir jetzt damit um? Dass wir einfach die Gnade Gottes annehmen und diese Herausforderung würdigen, auch wie schwer es ist,
uns weigern zu sündigen und nicht in Versuchung fallen. Wir verweigern uns darüber, zu ärgern, bitter zu werden, zu murren, mit Gott sauer zu werden, sondern dass wir uns fest vornehmen und durchhalten, das Gute in der Situation zu suchen, was Gott darin verherrlichen wird. Und wenn wir uns diesen Vers von Jakobus anschauen, dann lesen wir auch, dass hier Herausforderungen steht, also ein Plural, eine Mehrzahl von Herausforderungen. Und wenn wir genau hinschauen, dann heißt es eigentlich, dass verschiedene Farbtöne der Herausforderungen, verschiedene Arten der Herausforderungen auf uns zukommen. Und was es damit meint, ist, dass wenn der Teufel versucht, uns zu versuchen und er schafft es nicht auf eine bestimmte Art, dann wird er von der Seite kommen, von hinten kommen, auf eine andere Art, um uns zu versuchen, zu überkommen. Und wenn wir standhalten, all diesen Angriffen uns zu überwinden, dann wird der Teufel immer wieder versuchen, auch einen anderen Winkel zu bekommen und einen anderen Grip, und er versucht es immer wieder. Und wenn wir eins überstanden haben, wird mit Sicherheit auch die nächste Herausforderung nicht lange auf sich warten lassen. Mein Freund Artie Kendall sagt Folgendes: Der Fakt, dass du unter Angriff stehst, ist ein Kompliment für dich und dein Leben. Und ich versuche das immer wieder, mich daran zu erinnern, dass wenn ich unter Angriff bin, dass der Teufel es versucht, mir das Leben schwer zu machen. Und auch wenn er aus verschiedenen Seiten kommt und immer wieder mich angreift, weiß ich doch, Gott steht bei mir. Denn zur selben Zeit ist es ein Kompliment von Gott, dass er uns zutraut, durch diese Herausforderung und Prüfung durchzustehen. Denn Gott versichert uns, dass in allen Herausforderungen wir der Herausforderung durch ihn gewachsen sind, sonst würde er sie nicht zulassen. Und ich denke, wenn Jakobus sagt, wir sollen alle Herausforderungen und Prüfungen aufzählen, dann möchte er uns auch damit sagen, es gibt nur einen Sieg in unserem Leben, in unserem Dienst. Und das ist folgender: Dass wir in Gnade wachsen, und das ist die ultimative Freude. Das ist die simple und ganz einfache, aber wichtigste Sieg in unserem Leben. Alle anderen Freude sind sekundär. Es geht wirklich darum, dass wir in unserem Leben diese Freude erleben, in Gottes Gnade und Liebe zu Christus zu wachsen. Und wir nutzen diese Herausforderung, würdevoll durch sie hindurchzugehen und aus der Gnade Gottes uns Schätze im Himmel zu sammeln. Und eben diese Schätze im Himmel zu sammeln durch Geduld, Liebe, Gnade und Freundlichkeit, gerade in schweren Situationen, ist nun mal der größte Schatz und das größte Investment, das du für die Zukunft treffen kannst. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Prüfung in unserem Leben Geduld in unserem Leben hervorbringt. Denn hier steht, durch das Durchhalten, Standhalten in diesen Prüfungen bringt Geduld in eurem Leben zum Vorschein. Denn in Vers 4 schreibt Jakobus, denn die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. In Vers 3 beginnt er damit, denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt er euch zur Standhaftigkeit. Also der Unterton des ganzen Buch Jakobus ist eben, dass Gott in uns eine ganz besondere Frucht hervorbringen möchte, und zwar die Standhaftigkeit und Geduld. Und Gott ist interessiert daran, diese besonderen Früchte in unserem Leben zu entwickeln, der Standhaftigkeit, der Freude, der Geduld und der Liebenswürdigkeit. Und auch wenn ich da jetzt nicht gleich reinspringe, Jakobus wird in Kapitel 5 erneut auf diesen Punkt der Standhaftigkeit und Geduld wieder eingehen. Seht diese als besonders gesegnet an, die durch Herausforderungen standfest bleiben. Jakobus 5, 10 und 11 steht: Nehmt euch ein Beispiel daran, wie standhaft sie alles ertrugen, was man ihnen antat. Sie alle, die durchgehalten haben, preisen wir glücklich. Ihr habt gehört, wie geduldig Hiob die Proben ertrug, die ihm auferlegt wurden, und wisst, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Liebe und Erbarmen. Das griechische Wort Hapaponie wird direkt übersetzt
mit Standfestigkeit oder Geduld. In der neuen englischen Übersetzung heißt es durchhalten. Und es wird beschrieben, dass sich eine Gewohnheit sich in unserem Leben ausbreiten soll, des Durchhaltens. Also die ersten zwei Punkte waren bis jetzt, sich an den Herausforderungen erfreuen, die wir erleiden müssen. Und zweitens, die Gewohnheit des Durchhaltens in unserem Leben hervorzubringen. Und der dritte Punkt, der jetzt kommt, ist, Proben in all unseren Diensten ist ein Mittel zum Zweck, Gnade in unserem Leben zu entwickeln. Es ist eine Methode von Gott, Dinge in unserem Leben ins Licht zu führen, mit denen er sich und wir uns auseinandersetzen sollen. Gott erlaubt, dass wir in diese Versuchung und Herausforderung fallen, damit wir wiederum zu ihm zurückkommen und er durch sein Wort in uns Neues hervorbringen kann. Und wir zurück zu Gott gezogen werden, mit ihm eins werden und durch Gott getröstet werden. Und so wie wir auf diese Herausforderungen in unserem Dienst reagieren werden, wird unseren geistlichen Wachstum bestimmen. In Hebräer heißt es, Gott tut uns alle züchtigen. Es gibt keine Ausnahmen. Auch in den Evangelien heißt es, wir alle gehen durch die Disziplin Gottes durch, durch das Erleben schwieriger Situationen. In 1. Petrus 4 heißt es, seid nicht überrascht, wenn ihr durch feurige Herausforderungen gehen müsst. Und die Bibel sagt auch, wir werden den Herausforderungen dieser Welt nicht entkommen können. Also werden Herausforderungen auch zu einem Zugang, Gnade und geistlichen Wachstum in unserem Leben zu erleben. Der vierte Punkt ist nun auch, Herausforderungen sind eine hervorragende Möglichkeit, geistlich zu wachsen. Die Wahrheit ist, wir brauchen Trouble, Ärger um uns rum, damit wir geistlich weiter wachsen. Wenn Dinge in unserer Gegenwart einfach zu einfach werden, haben wir die Tendenz, faul zu werden und uns auszuruhen in der Bequemlichkeit. Und das ist auch ein Grund, warum Jakobus uns ermutigt, dass wir Herausforderungen in der korrekten Art und Weise begegnen sollen. Herausforderung, Ärger tut uns herausfordern, uns herumtreiben. Sie tun unser Leben unterbrechen und herbringen Frucht, dass wir weiter wachsen müssen, um da durchzukommen. Sie rütteln uns aus der Liebe dieser Welt heraus und zeigen uns auf, wie sehr wir die Liebe Jesus brauchen und uns einfach frei machen von der Bequemlichkeit dieser Welt. Wir verstehen unsere Schwächen besser, wir verstehen uns selber besser und wir erleben und sehen, wie viel mehr wir Gottes Gnade für uns selbst brauchen. So, Herausforderungen helfen uns, geistlich zu wachsen. Es ist ein Zweck, Gnade und Güte zu erleben. Fünftens, Herausforderungen und Prüfungen werden auch durch den Teufel hervorgebracht, aber werden ultimativ von Gott benutzt, damit er seine Souveränität in unserem Leben beweisen kann. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr euch fragt, Gott, warum muss ich das hier jetzt durchleiden? Kommt diese Herausforderung von dir oder von dem Teufel? Und ich finde meine Antwort hierzu in Hiob, in Kapitel 1 und 2 von Hiob. Und es steht hier auf jeden Fall, dass der Teufel immer die Herausforderung bringt, dass er der Urheber ist, aber dass Gott es zulässt, um etwas Gutes zu tun. Der Teufel hasst uns und er möchte nicht, dass wir etwas Gutes erleben und er möchte uns zerstören. Der Teufel versucht alles, um dich zu killen. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir als seine Kinder noch mehr wachsen und gestärkt durch Zeiten der Herausforderung herausgehen und immer mehr so werden wie Jesus selber. Dass wir reifen und stark werden und erwachsen werden. Nun Nummer 6. Proben und Herausforderungen kommen gewöhnlich zur allerschlechtesten Zeit in unserem Leben und gleichzeitig zur besten Zeit in unserem Leben. Was ich damit meine ist, wir gehen durch unser Leben hindurch und auf einmal kommt diese völlig unhervorgesehene Herausforderung in unserem Leben zur
scheinbar schlechtesten Zeit in unserem Leben. Wir fallen in diese Herausforderung in unserem Dienst hinein. Hier haben wir wieder dieses Wort Perotypto. Wenn wir uns diese Glaubenshelden aber auch anschauen, dann sehen wir genau das Gleiche. Hiob, Josef, sie haben einfach ihr Leben gelebt und auf einmal, bam, kommen diese krassen Herausforderungen. Und was noch viel schlimmer ist, wenn wir einfach Ausschau halten, sehen wir sofort die fiese Hand des Teufels in diesen Herausforderungen. Doch wenn wir richtig hinschauen, sehen wir genauso Gottes gnädige Hand und Liebe, wie er wiederum in dieser Situation durchbricht und Gott sich verherrlicht. Und im Nachhinein kann ich jedes Mal sagen, ich bin froh, dass diese Herausforderungen in der Reihenfolge und zu dem Zeitpunkt geschehen sind, wie sie kamen, denn ich kann sehen, wie Gott mich als sein Sohn hochgehoben hat und durchgetragen hat durch diese Zeiten. Siebter Punkt. Herausforderungen tun dich verführen, einfach nachzugeben. Jede dieser Herausforderungen ist meist ergänzt durch dieses Gefühl der Überwältigung und dieser Unmächtigkeit, das irgendwie auch nur durchzuhalten oder es zu schaffen. Dies stimmt wieder mit dem Punkt überein, wo ich gesagt habe, in den Zeiten des Leidens haben wir die beste Chance, geistlich zu wachsen. Wenn wir in diesen Situationen aber aufgeben und das Handtuch werfen, verpassen wir den Segensmoment, wo Segen in unser Leben reinkommt, den wir andernfalls nie erleben würden. Und es ist so herausfordernd, durch all diese Herausforderungen durchzugehen. Ich war so oft in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, das ist jetzt einfach zu viel, ich kann nicht mehr, ich werde aufgeben. Aber das ist auch das, wo wir einfach durchhalten müssen und uns an Gott festhalten. Und darum hat auch Jakobus gesagt, wir sollen alle Herausforderungen aufzählen. Denn Jakobus wusste von all diesen Herausforderungen in unserem Leben. Und er wollte nicht, dass wir diese Prüfung fehlinterpretieren. Er wollte vielmehr, dass wir verstehen, dass es Gelegenheiten sind, Gott noch besser kennenzulernen. Im Buch der Hebräer versucht Jakobus uns auch zu unterrichten, wie wir eben diese Herausforderungen annehmen sollen und nicht, dass wir anfangen, diese Herausforderungen zu verabscheuen. Er möchte, dass wir übernatürlich auf Herausforderungen reagieren und nicht in einem natürlichen Weg. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und der ist mir sehr wichtig. Die Prüfungen und Herausforderungen, die ihr erlebt, sind niemals größer als die Fähigkeit, die Gott euch gegeben hat, ihnen zu widerstehen und durchzustehen. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfungen über eure Kraft gehen. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt euer auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Egal welche Herausforderungen du in deinem Leben haben wirst, und es werden viele sein, Gott wird dir die Fähigkeit geben, durchzustehen, durchzuhalten und Sieger zu sein. Ich möchte mit einem Zitat enden von einem Freund, R.T. Kendall. Jede Probe wurde durch den Gnadenthron hindurchgetragen und von Gott selbst erlaubt. Alle Herausforderungen kommen durch den Gnadenthron und wurden von Gott selbst erlaubt. Ich vertraue darauf, dass das euch Hoffnung und Kraft gibt. Egal welche Herausforderung du erlebst, sei versichert, Gott ist bei dir, er bestärkt dich, reagiere durch Freude, Gnade, Hoffnung. Nutze es als Mittel, geistlich zu wachsen, ein Vorbild im Glauben zu sein, jeden Tag mehr wie Jesus zu werden und wie Gott dein Leben benutzt als Gnadenzeichen für allen, denen du begegnest und die von deinem Leben wieder profitieren werden. Sei gesegnet. Gott möge sein Angesicht über dir scheinen lassen, viel Frucht in dir hervorbringen. Gott schütze dich. Amen.